im Spiel zwischen den Zeller Wistlers und der hat eh schon zunächst einen Schuss. Und da! 1:0, herrlich gemacht durch den Kapitän Piers Johnston, der Urban Leimer im Tor von Bad Ischl bezwingt und somit seine Mannschaft verdient mit 1:0 in Führung brachte. Herrlich gemacht, kann man da nur sagen. Und die Wistlers setzen nach. Immer noch die Wistlers. Wiederum ein schöner Ausschuss. Und da ist das 2:0 herrlich herausgespielt durch Tobias Radacher. Und auch dieser Schuss war aus meiner Sicht absolut unhaltbar und auf jeden Fall sehr schön herausgespielt. Dann das 3:0. Schuss und halt dann zunächst. Aber der Ball ist drinnen. Der Torschütze war wiederum Tobias Radacher und der Halbzeitstand nach 20 Minuten lautete 14:2 für die Zeller Wistlers. Dann die zweite Halbzeit. Wiederum ein herrlicher Pass. Immer noch die Wistlers am Ball. Gute Aktion, Schuss und da ist ein Treffer von Bad Ischl. 18:3 durch Stefan Schlager. Auch dieses Mal hat Kilian Gassner im Tor der Wistlers nicht den funkenden Abwehrschuss. Schuss und da ist ein weiterer Treffer. 25:5 haben wir gerade gesehen und der Endstand dieser Begegnung lautete 26:6, was letzten Endes doch ziemlich eindeutig war. Schuss und es bleibt dabei.